Ruding für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Abgeordnete der Regierungsfraktionen, Sie versuchen ja heute den Hamburgern ein fettes Eigenlob zu verkaufen. Gut gestartet, 100 Tage rot-grüne Koalition, das behaupten Sie. Ein wenig nachvollziehbar ist das ja, denn wer will Sie schon loben, wenn nicht Sie selbst? Aber mit der Lage in der Stadt, mit dem Leben der Hamburger und mit ihrer Leistung hat das gar nichts zu tun. Schlecht losgemurkst, Mittelmaß und Mutlosigkeit prägen 100 Tage Rot-Grün. Das ist eine angemessene Zusammenfassung Ihrer bisherigen Arbeit. Meine Damen und Herren, vor wenigen Wochen habe ich in meiner Rede zur Regierungserklärung des ersten Bürgermeisters noch prognostiziert, dass das ergraute Rot der SPD-Parteibuchbürokratie und das giftgrün überschießender Öko-Ideologie die Stadt prägen werden. Ich muss zugeben, so ist es nicht ganz. Von Giftgrün ist außer bei einem überambitionierten Fahrradwegeplan nun wirklich nichts zu erkennen. Nicht einmal Grün erkennt man noch. Es ist schon wirklich beeindruckend, liebe Kollegen von den Grünen, in welchem Tempo Sie sich der Amtsstubenmentalität der SPD angepasst haben. Wenn man nicht wüsste, dass Sie noch nicht einmal 100 Tage auf den Senatsstühlen sitzen, dann müsste man Ihnen wirklich eine Frischzellenkur wünschen. Meine Damen und Herren, dabei ist der rot-grüne Senat so vollmundig in diese Legislaturperiode gestartet. Hamburg müsse Hoffnungsstadt bleiben, wirtschaftlich stark, lebenswert, digital und international, verkündeten Sie, Herr Bürgermeister. Mag ja sein, dass Sie das damals sogar so gemeint haben. Aber Ihr Handeln und das Ihrer rot-grünen Senatorenmannschaft, das hat damit gar nichts zu tun. Und das will ich Ihnen an einigen Punkten verdeutlichen. Wirtschaftlich stark, haben Sie gesagt. Das kann doch nur bedeuten, nicht ohne eine funktionierende Hafenwirtschaft. Ihr rot-grüner Senat ist aber gerade dabei, dieses Fund der Hamburger Wirtschaft aufs Spiel zu setzen. Handwerklich schlechte Begleitung der Prozesse zur Fahrrinnenanpassung, fehlendes behördeninternes Controlling bei der Westerweiterung des Hafens, ein stummer Senator bei den notwendigen Kommunikationsprozessen mit der Hafenwirtschaft zur Vorbereitung der Olympiabewerbung. Wenn Rot-Grün die Zukunft des Hafens und der ansässigen Unternehmen derart aufs Spiel setzt, gefährdet er letztendlich die wirtschaftliche Zukunft der gesamten Stadt. Lebenswert, haben Sie gesagt. Das geht nicht ohne das beste Bildungssystem. Die Stadt bleibt nur attraktiv und lebenswert, wenn wir das beste Bildungssystem schaffen. Stattdessen haben wir in Hamburg nach wie vor den schlechtesten Betreuungsschlüssel in den Kitas aller westdeutschen Bundesländer. Das ist und bleibt ein Skandal. Mini-Anpassung hin oder her. Ähnlich mager sieht es bei den großen Herausforderungen an Hamburgs Schulen aus, der Bewältigung der Inklusion. Die angekündigte Verbesserung kann deshalb nur ein erster Schritt sein. Weitere müssen folgen. Digital, haben Sie gesagt, das geht nicht ohne funktionierenden Breitbandausbau und Stärkung der Kreativwirtschaft. Von einem digitalen Hamburg kann man angesichts der Lücken in der Breitbandversorgung derzeit wirklich nicht sprechen. Kranz, Moorwerder, Billbrook, Vier- und Marschlande sowie Bereiche zwischen den Ortskernen Rissen, Sülldorf und Blankenese, sie alle sind derzeit weit entfernt von der Versorgung mit Bandbreiten von mindestens 50 Megabit pro Sekunde. Über die Umsetzung der Strategie Industrie 4.0 braucht man in diesen Gebieten erst gar nicht zu sprechen. International, haben Sie gesagt, das geht nicht ohne funktionierende Hochschulen. Kaum eine Institution der Stadt sorgt für mehr Internationalität als die Universitäten der Stadt. Sie sorgen für internationale Anerkennung und bereichern die kulturelle Vielfalt durch die zahlreichen ausländischen Studenten. Doch statt diese zu stärken, legt der Senat die Axt an einen der wichtigsten Lebensbäume dieser Stadt, unsere Hochschulen, Stichwort BAföG-Millionen. Zur Internationalität gehört im weitesten Sinne auch der Umgang mit den Flüchtlingen. Es ist uns gemeinsam gelungen, dieses Thema mit Ausnahme einiger Kollegen, man muss es sagen, am rechten und linken Rand, auch bei unterschiedlichen Betrachtungen doch überwiegend sachlich zu diskutieren. Uns allen muss ja klar sein, die Herausforderungen werden in den kommenden Monaten und Jahren ganz sicher weiter wachsen. Und deshalb ist es von größter Bedeutung, dass wir die Bevölkerung so intensiv wie nur irgendwie möglich daran beteiligen und sie mitnehmen. Nur so stellen wir sicher, dass die dringend notwendige Hilfsbereitschaft und das Engagement der Hamburger anhält. Und deshalb fordern wir Sie auf, beenden Sie deshalb die Unterbringung der SOG und stellen Sie in allen Fällen eine angemessene Bürgerbeteiligung sicher.
Herr Bürgermeister, Ihre 100-Tage-Bilanz ist bestenfalls Anlass, es künftig deutlich besser zu machen. Lassen Sie von Ihrer mittelmäßigen Wissenschafts- und Hochschulpolitik, korrigieren Sie Ihre verkorkste Verkehrs- und Hafenpolitik und fassen Sie endlich den Mut, die Probleme Hamburgs wirklich anzugehen. Dann könnte es auch was werden mit der Note gut, auch ganz ohne